Take it back to the S. Willkommen zu meiner Top 5 der Free-to-Play-Spiele, die seit diesem Jahr 2015 auf Steam erhältlich sind. All diese Spiele stammen aus den verschiedensten Genres und bieten, wie ich finde, eine gute Abwechslung zu den anderen beliebtesten kostenlosen Spielen auf Steam, wie zum Beispiel Dota 2, Warframe oder Team Fortress. Vor allem aber bieten diese Spiele viel Spielspaß, ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen. Bevor wir jetzt in die Top 5 des Jahres 2015 schauen, sei aber noch gesagt, dass die Ergebnisse allein auf meiner subjektiven Meinung beruhen und da Meinungen bekanntlich verschieden sind, könnt ihr, sofern ihr Lust und Laune habt, eure Top 5 in die Kommentare schreiben. Platz 5, Aeon Online. Aeon Online ist ein Free-to-Play-MMORPG, das eigentlich schon 2009 released wurde. 6 Jahre und viele Updates später hat Steam dieses Spiel dann auch zu seinem Free-to-Play-Aufgebot hinzugefügt. Wie immer blitzschnell. Aeon ist im Grunde genommen ein typisches MMORPG, wenn da nicht die Möglichkeit wäre, mit Flügeln die mehr oder weniger gut in Szene gesetzte Fantasy-Welt zu erkunden. Denn dafür, dass Aeon bereits 2009 released wurde, hat es zwar eine recht gute Grafik, die nicht jedes MMO vorweisen kann, was wohl auch nicht zuletzt an der CryEngine liegen dürfte, die die Entwickler bei Aeon einsetzten, jedoch kann es optisch natürlich nicht mit aktuellen Titeln wie zum Beispiel Guild Wars 2 mithalten. Schade. Dennoch lohnt es sich auf jeden Fall, diesem Spiel eine Chance zu geben, denn in allen anderen Aspekten überzeugt es viele MMO-Fans. Platz 4, Devillion. Devillion ist ein sogenanntes Action-MMO-RPG. Wer Spiele wie Diablo oder Path of Exile geliebt hat, dem empfehle ich auf jeden Fall, sich dieses recht neue Spiel, das es seit Dezember 2015 auf Steam gibt, einmal anzuschauen. In einer Art Hack-and-Slay-Manier durchstreift man die Spielwelt in Devillion natürlich und zerstört und lootet alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Dabei bedient man sich der Klassen Berserker, Cannoneer, Shadowhunter oder Elementalist. Das Spiel kommt in der Diablo-typischen ISO-Kamera-Perspektive daher und verspricht viele Stunden von Looten und Leveln. Genial! Wer eine klassische MMO-Steuerung über WASD und Verfolgekamera möchte, kann aber auch diese Option wählen. Rundum ein klasse Spiel. Platz 3, Trove. Platz 3 ist schon wieder ein MMO. Trove, was ein Zufall. Um Trove perfekt zu beschreiben, könnte man folgende Gleichung aufstellen. Minecraft Optik plus Terra Kampfsystem gleich Trove. Und tatsächlich, Trove kommt mit einer typischen Pixelgrafik daher und überzeugt vor allem in den sehr dynamischen PvE und PvP Kämpfen mit dem actionreichen Kampfsystem. Gemeinsam mit Freunden oder wenn man keine Freunde hat, alleine, reist man durch die offene Spielwelt, bezwingt Dungeons, baut sich Häuser und baut sogar Ressourcen in Form von Blöcken ab. Hashtag Minecraft-Style. Wer es noch nicht getan hat und allein schon beim Hören des Wortes Pixelgrafik einen Halbsteifen bekommt, der sollte dieses Spiel zumindest mal antesten. Jedoch ohne Hände in der Hose. Platz 2. Smite. Smite dürfte sicherlich vielen von euch ein Begriff sein, deshalb halte ich mich hier kurz. Im Prinzip ein Spiel wie League of Legends oder Dota, jedoch mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Man steuert seinen Gott, ja, man spielt einen Gott in diesem Spiel, in der sogenannten Third-Person-Ansicht über die Karte. Auch spielerisch hat dies einen starken Einfluss, denn jeder Auto-Hit muss genau per Fadenkreuz geaimt abgefeuert werden. Dies tut man auf verschiedenen Karten in Spielmodi wie zum Beispiel das klassische 5 gegen 5 oder 3 gegen 3 oder aber auch in der sogenannten Arena. Gutes Spiel, viel zu unterschätzt und im ewigen Schatten von LOL und Dota. Schaut mal rein! Platz 1, Nosgoth. Jetzt sind wir auch schon bei Platz 1 angelangt. Eins der wohl beliebtesten neuen Spiele auf Steam ist Nosgoth. Nosgoth ist ein Spin-off der Legacy of Kain Serie und spielt daher auch in diesem Universum. Kurz: Vampire kämpfen gegen Menschen um Leben und Tod oder Knoblauch. In der Third-Person-Ansicht spielt man in Spielmodi wie Deathmatch oder Capture the Body entweder mit den nahkampfaffinen Vampiren oder den Fernkampf-Fans Menschen. Jede der zwei Rassen verfügt über verschiedene Charaktertypen, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Ein spannendes und blutiges Spektakel, das Langzeitmotivation und eine Menge Spaß bietet. Geil! So, und das war's mit meiner Top 5 der Steam Free-to-Play-Spiele des Jahres 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren und ein Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal, euer Astrof.